Hello again, da bin ich wieder. Ich komme gerade vom Einkaufen. Heute ist Donnerstag. Ich habe Emilia heute Morgen bereits in die Kita gebracht. War dann kurz, ja, gemütlich frühstücken. Und dann war ich einkaufen, denn heute muss ich erst 11:45 arbeiten. Das ist ziemlich angenehm. Deswegen, ja, das habe ich irgendwie auf Arbeit so geklärt, weil wir haben immer einen kurzen Tag, den wir arbeiten, weil wir ein bisschen weniger Pause machen. Und ich habe mir das jetzt in den Spätdienst gesetzt, dass ich halt immer morgens dann ein paar Stunden mehr habe, weil es einfach gescheiter, morgens früh einkaufen zu gehen, dann hat man es direkt erledigt. Und es ist noch nicht so voll wie am Abend, wo viele gehen. Und ja, ich wollte euch einfach mal den Einkauf im Schnellüberblick zeigen. So eine Art kleinen Food Haul einfach mal wieder. Und es kam noch ein Paketchen an, das lag gerade vor der Tür unten. Das wollte ich noch mit euch zusammen auspacken. Und jetzt werde ich erstmal den Akku kurz ein paar Minuten laden, denn der blinkt gerade leider. Doch. Perfektes Timing. Ja, und dann werde ich gleich in 20 Minuten ungefähr los zur Arbeit. Und dann muss ich die Kindergartenkinder abholen gehen und dann Mittagessen. Ich hoffe, ich kann gleich was essen. Irgendwie habe ich gerade gar keinen Appetit. Und ja, dann habe ich heute Spätdienst und dann ab morgen wieder frei. Und ja, mal gucken, wohin uns der Vlog führt. Vielleicht jetzt nur am Morgen und dann morgen weiter. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall aber gleich beim Food Hall wieder. So, kommen wir jetzt zu den Food-Sachen. Einmal die Sachen, die in den Kühlschrank müssen. Auf dem Tisch habe ich die Sachen, die in die Abstellkammer und so gehören. Ich habe einmal mitgenommen Champignons, die brate ich uns dann einfach an. Nochmal 6 Eier. Ich muss dazu sagen, ich nehme immer Bio-Eier. Es muss immer Güteklasse, oder wie heißt das? Heißt das Güteklasse? Auf jeden Fall muss immer eine 0 vorne stehen. Und aus Deutschland kommen, dann nehme ich die immer. Größe M. Dann habe ich gedacht, hatten wir ewig nicht so Kartoffelschupfnudeln, die kann ich gut anbraten als Beilage. Dann einmal Kartoffelgnocchi, die liebt Emilia auch total gerne. Dann ein bisschen Aufschnitt, verschiedenes. Ja, wir haben auch noch ein bisschen was im Kühlschrank an Käse und so. Das habe ich jetzt nicht nochmal gekauft. Dann ja, Käse zum Überbacken kann man immer gut da haben. Bacon mal zum Frühstück. Dann Mägle Streichzart, Butter ungesalzen. Dann wollte ich für Emilia das mal ausprobieren. Leckermäulchen Milchquark, weil sie sonst immer Joghurt hatte bis jetzt. Dann für mich diesen Naturjoghurt, den griechischen, den liebe ich. Da mische ich mir immer ein bisschen Honig rein. Noch mehr Aufschnitt. Dann hier ein Joghurt für Robert zum Frühstück. Dann Wiener Würstchen für uns zwischendurch, für Emilia. Dann für Emilia frische Weidenmilch, 3,8% Fett. Dann habe ich hier Maiskolben gesehen, Zuckermais. Den koche ich uns gerne mal. Dann ein paar Beeren, vor allen Dingen für Emilia zum Frühstück und so. Dann wollte ich für Emilia und mich Rosenkohl machen. Ich hoffe, sie mag das. Robert mag es nicht. Ab und zu, so zweimal im Jahr, liebe ich Rosenkohl. Ein Brokkoli, viermal Magerquark für Robert auch. Eine Mango war im Angebot und ein Granatapfel. Und hier geht es weiter. Einmal mit so Roggenbrötchen, ja, fürs Wochenende. Dann für zwischendurch so ein rustikaleres Brot. Kann ich jetzt nicht aussprechen. Dann Vollkorntoastbrot, dann nochmal zweimal Weidenmilch, so für mich und Robert für einen Kaffee. Dann habe ich einmal Brioche mitgenommen, hatten wir ewig nicht. Dann einmal Salamis, diese Marke mag ich sehr gerne. Dann war im Angebot Uncle Ben's Reis, Spitzenlandkornreis. Ja, geht halt auch super fix. Dann habe ich das entdeckt, ich liebe sowas. So gerösteter Mais, so für abends mal. Dann habe ich mir zweimal Malzbier nochmal mitgenommen, dann einmal Heringsfilets. Manchmal, wenn ich keinen Bock habe zu kochen, dann ziehe ich mir so ein Ding rein. Zweimal haltbare Sahne und einmal, ja, wieder auf Vorrat, passierte Tomaten kann man halt immer gebrauchen. Ja. Das ist so der Wocheneinkauf. Ja, und ich hatte diese Woche schon Fleisch geholt. Das hole ich eigentlich immer hier in der Schweiz überwiegend. Jetzt außer mal Würstchen oder so. Ich habe Hähnchenschenkel geholt und noch Hähnchenfilets. Ja, und die werden dann mit dem Gemüse halt zusammen verarbeitet. Und ja, damit sollten wir die Woche auskommen. So, etliche Stunden später bin ich wieder zu Hause. Es hat auch nur angefangen zu regnen, richtig ätzend. Ja, jetzt bin ich aber zu Hause. Die Kinder waren früh abgeholt, ich konnte ein bisschen eher nach Hause gehen und ach, ich sehe furchtbar aus, ne? So sehe ich halt aus nach dem Feierabend. Ich muss noch nachher Haare waschen, alles. Ich glaube, ich steige in die Badewanne ganz ernsthaft und mache mir dann mal eine schöne Haarkur und so. Und jetzt möchte ich aber das Paket gemeinsam mit euch auspacken. Ich habe es heute nicht mehr geschafft. Ich habe es nur aufgemacht und ich finde es so cool. Es ist nochmal eingepackt in so ein Papier und da steht jetzt drauf auspacken, anschauen, ausflippen. Ich weiß auch, was drin ist. Voll süß, noch hier so ein Stempel. Ich liebe das ja bei diesen Selfmade-Shops, dass es immer mit so viel Liebe eingepackt ist. Und es ist halt hier auch sogar umgenäht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht.
Schaut mal, extra umgenäht. So viel Mühe und Liebe. Also wie gesagt, ich weiß, was drin ist. Die liebe Sabrina hat mich angeschrieben bei Instagram und ich glaube, ihr Shop, den gibt es noch nicht so lange. Und hat halt gefragt, ob ich dann auch kleinere Shops unterstütze. Und ich habe mir die Sachen angeguckt und ja, natürlich, gerne. Also wenn ich irgendwen damit erreichen kann und sie hat auch wirklich Sachen, die ich vorher, oder zumindest eine Sache, die ich vorher noch gar nicht gesehen hatte, die ich mir dann für Emilia auch aussuchen durfte. Und ja, ich bin jetzt schon so gespannt, wie es dann in echt aussieht. Ach, das ist sogar mit Klett. Wie cool, die Tasche kann man ja wiederverwenden. Ach, ich freue mich jetzt schon. Oh Gott. Oh, es ist noch schöner, wenn man es in der Hand hält. Oh mein Gott. Also, ich durfte mir für Emilia so einen Rucksack aussuchen. Hier vorne ist es halt so beige, aus so Leinen. Und dann dieses wunderschöne Blumenmuster. Aber jetzt kommt eigentlich der eigentliche Clou. Das sind bordeauxfarbene Bänder. Und jetzt guckt mal bitte hinten. Da sind Häschenohren dran und ein Puschelschwanz. Also wenn das nicht süß ist, ich kann mir nur vorstellen, Emilia in so einem Regen-Overall und dann diesen Rucksack, wenn sie dann mal rumwatschelt. Sabrina, das hast du richtig schön gemacht. Danke! Oh, ich bin ganz hin und weg. Schaut mal bitte. Natürlich verlinke ich euch den Shop unten. Sie heißt Waldfee auf Instagram. Das ist ihr Label. Und ja, du machst mir eine große Freude damit. Und das ist nicht alles. Sie hat nämlich noch so Bandeaus für mich und Emilia gemacht. Also einmal für mich. So ein Bandeau. Halt auch mit ihrem Label. Wie ist es denn richtig, sag mal? Ah ja, so. Also einmal in Bordeaux-Rot so ein Bandeau für meinen Kopf. Und dann in klein für Emilia. Passende Partnerlook. Also da wird auf jeden Fall ein Instagram-Bild folgen. Guck mal, wie süß. Ja, das wird ihr sehr gut passen. Ist ein schöner, elastischer Stoff. Richtig schön. Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr, vor allen Dingen über den Rucksack. Und den kann man bei ihr individuell gestalten. Der gefällt mir richtig gut. Ja, den kann man halt, wie gesagt, individuell gestalten. Schaut da unbedingt gerne mal vorbei. Ich werde es auch, denke ich, auf Instagram in der Insta-Story zeigen und einen Post mal dazu machen. Vielen, vielen lieben Dank, Sabrina. Und ja. Ja, und ich warte jetzt eigentlich darauf, dass Robert Emilia bei ihren Großeltern abholt. Heute hat Emilia einen kurzen Tag. Ja, und dann werden die gleich hier erscheinen, denke ich mal. Dann werden wir noch mit Sicherheit Abendessen, wenn Emilia das nicht dort schon gemacht hat. Wahrscheinlich wird sie eh müde sein. Und ja, dann werde ich meinen Abend genießen mit dem Film. Vielleicht gleich wirklich in die Badewanne gehen. Und ja, was ich noch sagen wollte. Kurzes Update zu Emilia, was Kita angeht. Also, ihr geht es sehr, sehr gut dort. Sie hat schon richtig viele Ausflüge gemacht und die machen auch viele Fotos. Ich kriege auch Privatfotos, weil ich halt, ja, weil das meine Arbeitskolleginnen sind. Und aber auch so von den Aktivitäten und hängen das immer wieder aus. Also es ist sehr, sehr transparent, was ich sehr mag. Und ja, es gab natürlich Wochen, also wo sie so ganz klein war, sag ich mal mit 9 Monaten, 10 Monaten, hat ihr das irgendwie gar nichts ausgemacht, die Trennung von uns, wo ich dachte, super, das ist ja klasse. Dann kam so eine Phase, wo sie dann ein bisschen gemeckert hat, also sie hat jetzt nicht so rumgeheult mit Tränen oder so, sondern dieses Motzen, ich möchte bei Mama auf den Arm bleiben, natürlich tut das einem ein bisschen weh, aber sobald die Erzieherin sich umgedreht hat und dann gesagt hat, ah, guck mal da, hat sie wirklich nach 10 Sekunden schon aufgehört, die hat sich nicht mal mehr nach mir umgedreht und dann kann ich auch mal mit einem guten Gefühl gehen. Und im schlimmsten Fall würde sie sich jetzt nicht beruhigen lassen und schreien, rufen die eh einen an, ist ja klar. Dann stimmt irgendwas auch eigentlich nicht. Ne? Und das hatten wir noch nie, dass die irgendwie lauter Spieß da geschrien hätte oder so. Also das hatten wir wirklich noch gar nicht. Und jetzt haben wir seit einer Woche es so, dass sie morgens sogar winkt. Also die, also zum Beispiel heute habe ich sie gebracht und aus der Autoschale rausgeholt und dann der Erzieherin gegeben. Und dann hat sie schon gewunken, also sie hat eigentlich schon gewunken, wie ich sie mit der Autoschale ins Auto gemacht habe, ehrlich gesagt. Habe ich gesagt, ach, du willst dich schon verabschieden? Das war total süß. Ja, und dann dort mit einem Lächeln hat sie die Erzieherin angelächelt, gewunken, dann hat sie sie genommen. Also ich hatte sie auf den Arm und habe sie dann so Richtung Erzieherin gehalten, hat sie schon die Arme nach ihr ausgestreckt. Ja, und dann war es ihr eigentlich egal, habe ich gesagt, tschüss, bis heute Abend. Und dann ging die schon und ich habe noch einen Body. Die haben da so Boxen mit Wechselkleidung und irgendwie war die, glaube ich, gestern ausgelaufen. Und habe ich mal einen frischen Body noch reingemacht, einen kurz am Body. Und die hatten dann ein Büchlein vergessen. Die haben halt so
so, ja, wie so Tagebüchlein, sag ich mal, für die Kinder. Das ist vielleicht auch ganz interessant für euch zu wissen. Das sind so Tagebüchlein, wo die jeden Tag reinschreiben, was Emilia, also das machen sie für jedes Kind, was Emilia an dem Tag gemacht hat, was und wie viel sie gegessen und getrunken hat, ob sie ihr großes Geschäft erledigt hat. Einfach so richtig gute Informationen für die Eltern. Die Bücher darf man auch, wenn sie voll sind, dann behalten. Das werde ich auch machen für Emilia. Und da steht halt alles so drin. Auf jeden Fall hat sie dieses Büchlein vergessen mitzunehmen nach vorne. Ist zurückgekommen. Emilia hat mich sogar nochmal gesehen. Manchmal passiert das ja, dass die Kinder dann doch anfangen zu weinen. Und die hat mir wieder zugewunken und dann konnte ich gehen. Also ganz easy. Also ihr macht das richtig viel Spaß. Und man merkt auch durch die vielen Eindrücke und dieses total abwechslungsreiche. Und mit den Kindern natürlich ist auch ein bisschen andere Lautstärke. Da ist ja logisch, dass sie am Abend wirklich viel, viel besser und ruhiger einschläft. Die hat gestern 13 Stunden geschlafen. Und wenn sie die 4 Tage mit mir hier ist, klar, ich gehe auch mit ihr in den Park und gehe auf, also nicht immer denselben, oder gehe mal mit ihr in die Stadt, oder ich war im Botanischen Garten mit ihr. Wir waren auch schon im Museum mit ihr, also wir versuchen schon Abwechslungsreiches anzubieten, aber sie ist nie so ausgelastet wie dort, weil zum Beispiel auch hier zu Hause, klar, sie krabbelt hier rum und die klettert, also sie läuft am Tisch herum, aber dort kann sie ja wirklich. Das ist ja total kindgerecht. Sie kann auf verschiedenen Ebenen laufen. Da sind so Polsterungen, wo sie drüber krabbeln kann. Diese Möglichkeiten kann ich ihr hier zu Hause nicht bieten. Ich habe zwar eine Schaukel hier. Gut, das ist so ein bisschen für die Körperspannung, für den Gleichgewichtssinn und so. Aber halt nichts, was sie so richtig aus der Puste bringt. Ne? Und wenn ich mit ihr unterwegs bin, sitzt sie ja natürlich auch viel im Kinderwagen und hat halt mehr zu gucken. Aber diese körperliche Anstrengung, die dort ihr genommen wird, das kann ich ihr nicht so bieten. Wobei wir überlegen, ihr zu Weihnachten so einen Wobble zu holen, wo sie auch vielleicht mal drüber klettern kann oder so. Ja, ich denke einfach, dass sie ziemlich gut ausgelastet ist und dass ihr das wirklich gut tut. Also wir beide haben wirklich das Gefühl, dass ihr das gut tut. Und die Trennung hat mir von Anfang an nicht so weh getan. Auch dadurch, dass sie sich abgestillt hat. Ich glaube, würde ich sie jetzt noch stillen und müsste dann auf Arbeit abpumpen und so. Ich glaube, das würde mir dann ein bisschen mehr wehtun tatsächlich. Auf jeden Fall habe ich noch so für mich selber das Feedback oder das Resümee, dass wir eigentlich alles richtig gemacht haben. Klar wäre ich gerne bis zu ihrem ersten Geburtstag auch mit ihr irgendwo zu Hause gewesen. Ich habe noch so gute 6, 7, 8 Wochen gebraucht, bis ich mich daran gewöhnen konnte, wieder zu arbeiten. Aber jetzt bin ich so richtig drin und ausgeglichen. Und mir persönlich geht es viel, viel besser damit. Und ich wollte euch einfach mal so ein kleines Update geben. Das ist jetzt wirklich... ja, ich habe richtig viel erzählt. Ich hätte sogar theoretisch noch einen kleinen DM-Haul. Aber ich weiß nicht, ob das von der Zeit lang, denn ich habe schon einige Minuten gequatscht mit euch, wie ich sehe. Ja, es wird so ein bisschen Informationsvlog mit Food-Haul kombiniert. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch so ein bisschen die Info über Emilia zu haben. Ja, dann würde ich mich, glaube ich, an dieser Stelle von euch verabschieden. Nein, ich zeige euch die DM-Sachen noch. Ich zeige euch sie noch. Ja, eigentlich hat Robert diese Sachen gekauft. Ich setze mich von einer Ecke in die andere. Da haben wir auch noch eine Kiste. Weiß gar nicht. Okay, er hat Fencheltee mit Apfelsaft geholt. Ich muss gestehen, Emilia trinkt oder kriegt von uns eigentlich nur Wasser und Milch. Und ganz am Anfang habe ich es mal mit Tee versucht, ungesüßtem. Und das war nicht so der Burner. Da ist natürlich Zucker drin, bin ich mir sehr sicher. Zucker, ohne Zuckerzusatz. Ah, okay. Ja, vielleicht darf sie das mal probieren, wenn sie es mag. Also ich bin da nicht so streng. Dann hat er einige Quetschis geholt, wie ich sehe. Die zeige ich euch jetzt nicht näher. Obwohl ich gesagt habe, dass wir das mal... Oh Gott, hat er viele geholt. Dass wir das langsam mal sein lassen können, weil ich habe ja so befüllbare Quetschbeutel. Und ich wollte mal... Weil ich mache echt gerne mit dem Thermomix Obstbrei selber. Das ist irgendwie total cool. Und ich wollte die mal selber befüllen. Und ja, im Winter weiß ich auch nicht mehr, wie toll das dann ist, wenn man die mit rausnimmt. Werden die ja richtig kalt. Ja, muss dann nicht sein, aber ja, jetzt hat er sie gekauft. Jetzt benutzen wir sie auch natürlich. Ja, dann haben wir jetzt mal ein normales Kindershampoo, hat er jetzt ausgesucht. Also, ja, sie ist ein Kleinkind. Wie lange habt ihr denn Baby-Badezusätze und so? Also, ich mag das von Hip total gerne. Ich hätte das auch wieder gekauft. Ich werde das auch wieder kaufen. Aber ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, wenn sie jetzt mal sowas benutzen kann. Schau mal, Kids-Shampoo und Balsam. Das riecht mega gut. Ich habe schon gesagt, das würde ich auch für meine Haare nehmen. Und dann hat er das hier noch genommen mit süßem Beerenduft, kein Sieben, keine Tränen, Duschgel und Shampoo von Fahr. Auch richtig süß das Design, er hat so voll girly eingekauft. Robert ist immer süß. Ich habe euch ja erzählt, glaube ich, dass
Nee, euch habe ich das noch gar nicht erzählt. Eigentlich voll unfair, ich mache viel mehr auf Instagram. Robert hatte Emilia Laufschuhe gekauft. Erstens viel zu klein und total mädchenhaft. So mit rosa und pink. Und ja, ich habe sie umgetauscht und dann habe ich Schuhe geholt in einer besseren Größe. Und ja, die waren halt so beige-gelb, beige-senfgelb irgendwie. Und ich finde es total süß, dass Robert so wirklich typisch Mädchen kauft. Richtig süß, er ist so ein Mädchenpapi. Eigentlich bräuchten wir noch ein zweites Mädchen. Naja, und dann hat er das geholt, das hatten wir schon mal. Von Hip, das Shampoo und Dusche sensitiv. Ja, ich denke mal, wir werden auch das zuerst benutzen und dann in ein paar Monaten erst die anderen. Was hat er denn da noch geholt? TT-Sept Kinderbadespaß Schaumbad, mein Einhorn. Ja, das wird er dann wahrscheinlich mit dir ausprobieren. Mit Fingerpuppe zum Spielen. Mit Fingerpuppe zum Spielen? Wo sollen die drin? Ist sie da drin oder was? Ach so, man schneidet das hier unten ab und kann die Finger hier reinstecken und das Einhorn so zum Spielen benutzen im Wasser. Naja, die Idee ist ja ganz süß. Cool. Ja, und dann nur noch seine Dinkelflakes, das war's. Ja, kurzer, knapper DM-Haul noch. Da liegen meine Flipflops. So, ich werde mir jetzt was zu essen machen. Verabschiede mich an dieser Stelle. Hinterlasst mir mal gerne Feedback, wie ihr so einen spontanen Vlog findet. Ein bisschen durcheinander mit Food-Haul und... ja, Informationen über Emilia. Und ob ihr euch öfter mal wünscht, dass ich auch mal minutenlang euch was erzähle, so Informationen gebe, ob euch das interessiert. Das interessiert mich nämlich. Und ja, also, ciao!